und mache dann die ersten Proben mit der Gitarre. Obwohl ich in der Band ja gar keine Gitarre spiele, bin ich von Haus aus ursprünglich Gitarrist. Und ja, aber erstmal werden sie im Kopf gemacht, dann nehme ich sie auf dem Tape auf und komme dann damit zur Band. Die Band sagt entweder, Mist, machen wir nicht, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Oder die sagen, ja, können wir mal versuchen, dann versuchen wir, wenn es gut wird, dann nehmen wir das. Wie seid ihr überhaupt eigentlich zusammengekommen? Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? So wie das bei jeder guten Beziehung ist, über Annonce. Nee, wir haben uns wirklich letzten Endes zusammengefunden, weil der Christian hat vor 5 oder 6 Jahren, ist es jetzt schon her, 7 Jahre. 7 Jahre hat er einen Schlagzeuger gesucht und hat mich halt interessiert. Die Richtung hat mich eh schon interessiert. Ja, und da bin ich halt dazugestoßen. Das ist jetzt schon eure 8. Platte, die ihr aufnehmt. Was ist da jetzt vielleicht das Besondere dran im Vergleich zu den vorigen? Was hat sich da vielleicht auch verändert? Vielleicht kannst du mal. Es ist komplexer geworden. Es war am Anfang vielleicht mehr straighter und jetzt doch schon verspielter und experimenteller und keine leichte Kost. Also man muss sich schon reinhören. Was erwartet die Hörer dann heute im Konzert vielleicht? Ja, wir spielen Stücke von der neuen CD und dann das traditionelle Programm, 3 oder 4 Stück, ne, von der neuen. Haben natürlich fleißig geübt, dass es alles richtig ordentlich klingt. Gut, dann wollen wir den Zuschauern das auch nicht länger vorenthalten und werden jetzt mal ganz kurz reinhören.